Am Wort nun Angela Baumgartner von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Bundesminister, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte nochmals auf die wichtigen Punkte in unserem Budget eingehen. Wir starten in eine neue Zukunft, indem wir sie enkelfit machen. Wir werden erstmals seit 1954 einen Überschuss erwirtschaften. Das Budget 2018 und 2019 stellt die Weichen, um bis 2022 die Schuldenquote auf 62% zu reduzieren. Derzeit haben wir 80%. Wir starten mit Reformen und Maßnahmen, um das System zu sparen. Nutzen auch wir die Chancen der modernen Zeit, nutzen wir die Chancen der Digitalisierung. Auf die Entlastung für Familien und Niedrigstverdiener ist mein Kollege Gust Wöginger schon eingegangen. Weiter starten wir mit Mut für Veränderungen. Nutzen wir das Wachstum. Nutzen wir das Wachstum auch für unsere Landwirtschaft. Unsere österreichischen Qualitätsprodukte sind gefragt. Sie sind besonders und werden wertgeschätzt. Wertschätzung bringt Wertschöpfung nach Österreich und dazu tragen unsere Bäuerinnen und Bauern zu einem Großteil dazu bei. Sie sichern die Versorgung mit großartigen Produkten, die sehr qualitativ sind. Unsere Bäuerinnen und Bauern müssen aber auch im internationalen Wettbewerb standhalten. Und für die kleinen Betriebe ist das eine große Herausforderung. Es darf daher keine Kürzungen bei den Geldern für die gemeinsame Agrarpolitik geben. Die Bäuerinnen und Bauern sollen weiterhin eine Abgeltung für ihre Leistungen zum Erhalt der Kulturlandschaft bekommen. Außerdem starten wir mit Investitionen in die Bildung, die Universitäten, die Forschung für Lehrerinnen und für Lehrer, die Weiterbildung und für die Erwachsenenbildung und in unsere Lehrlinge. Ebenfalls investieren wir in unsere Sicherheit. Die Bevölkerung möchte Sicherheit. Wir starten, liebe Kolleginnen und Kollegen von den NEOS. Sie müssen bedenken, es ist 93 Tage her, seit unsere Regierung im Amt ist. Und Sie sehen, es ist gearbeitet worden und es wird nachhaltig gearbeitet. Die von Ihnen geforderte Schuldenbremse ist im Regierungsprogramm verankert. Wir haben auch einen Entschließungsantrag im Herbst 2017 darüber eingebracht, der leider keine Mehrheit fand. Auf europäischer Ebene wird gerade eine verpflichtete Schuldenbremse verhandelt. Das wäre somit nicht sehr effektiv, hier den Regelungen der Richtlinien vorzugreifen, denn diese sollen im Jahr 2019 wirksam werden. Als Mutter zweier erwachsener studierender Söhne und als jahrelange Alleinverdienerin und Alleinerzieherin weiß ich um die Last, die auf den Familien liegt. Und ich finde, mit dem Familienbonus ist wirklich ein großer Schritt getan und gleichzeitig die Investitionen für die Bildung macht mich für die Zukunft, habe ich sehr viele Hoffnung für unsere Jugend und sehr viel Mut für die Zukunft. Mit diesem Budget befreien wir unsere junge Generation von der Schuldenlast der vergangenen Jahrzehnte. Lieber Herr Bundesminister, dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Und Herr Kollege Strolz, ich habe meine Söhne zu sehr anständigen jungen Menschen erzogen. Und wenn ich denke, dass meine Söhne den Herrn Finanzminister und das Wort Hydrant in einem Satz erwähnen, wäre ich wirklich sehr traurig, weil ich denke, dann hätte ich in meiner Erziehung irgendetwas falsch gemacht. Angela Baumgartner von der ÖVP hebt in ihrer Rede noch einmal die Eckpunkte des heute vorgestellten Budgets hervor. Darin setze man auch erste Weichen zu einer Reduktion der Schuldenquote auf 62% bis ins Jahr 2022.